Hallo, liebe Beraterkollegen, heute möchte ich euch über eine zweite Änderung des ACC Golden Ages, dem Berater der neuen Zeit, erzählen. Die Neuerung, die kommt, ist ein verändertes Wahrnehmungswerkzeug im achten Chakra. Es ist ein Feintuning, das uns erlaubt, Gesetzmäßigkeiten unserer Klienten, die der alten Zeit entsprechen, von den Gesetzmäßigkeiten der Klienten, die der neuen Zeit entsprechen, zu unterscheiden. Es macht es uns möglich, diese veränderte Welt der Klienten schneller zu erfassen und ihnen zu helfen, das Alte aufzugeben, was früher für sie richtig und wichtig war, das Neue, was heute für sie richtig ist, anzunehmen. Es ist ein neues Tool. Es ist sehr, 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 sehr wichtig, dass wir uns einstellen auf das Neue, bei uns, bei anderen. Wir verlieren sonst den Kontakt. Wir verlieren die, die uns brauchen. Wir verlieren unsere eigene Bodenhaftung. Wir müssen lernen, dass Veränderung Teil von Gesetzmäßigkeit ist. Wir müssen lernen, dass wir eine gute Arbeit leisten, wenn wir sie aktuell unserer Weltentwicklung anpassen. Wir dürfen vorangehen. Wir dürfen führen, aber wir müssen dafür uns up to date halten. Ich freue mich, dass dieses Tool, dieses Werkzeug in die neue ACC-Ausbildung integriert wird. Wir werden es auch anbieten innerhalb der 3 Tage ACC Golden Age Updates und für alle, die das nicht machen wollen, die nicht Beziehungen in Firmen und Ehen und Partnerschaften und Familien umstrukturieren wollen. Für alle die, die das ACC-Update nicht mitmachen, wird dieses Tool zur Verfügung stehen im 2017-Update. Auch dann wird es noch aktuell sein und es wird dann Erfahrungen geben von den Kollegen, die es dann schon ein Jahr benutzt haben. Und wir werden versuchen, diese Erfahrungen stärker als bisher zu teilen, sodass wir an dem gemeinsamen Erfahrungsvorsprung, den wir gerade erarbeiten, teilhaben. Ich freue mich auf euch. Bis bald.